bin, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Und zwar bin ich gerade auf dem Weg, beziehungsweise wir sind auf dem Weg, Keksi sitzt hinten. Ich fahre endlich. Seht ihr, ich habe hier so einen roten Punkt und hier so einen roten Punkt und das sind so geplatzte Äderchen. Man kann das einfach irgendwie so veröden lassen oder so beim Hautarzt und dann sind diese Punkte weg und das lasse ich heute endlich machen. Ich freue mich so krass darauf, weil ich habe das jetzt seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren, könnt ihr euch das vorstellen? Und ich habe mich nie darum gekümmert, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, aber es sieht halt immer so aus, wenn ich ungeschminkt bin, als hätte ich hier und hier einen Pickel. Ich bin schon so dran gewöhnt, dass es richtig komisch sein wird, wenn ich da keine 2 roten Punkte mehr im Gesicht habe. Aber ich freue mich auch unnormal, weil das sieht dann gleich schon mal wieder ganz anders aus, wenn man ungeschminkt ist. Wenn man keine 2 roten Punkte im Gesicht hat, die aussehen, als hätte man einen Pickel. Ich bin, as usual, ein bisschen spät dran. Wir waren heute Morgen schon spazieren. Ich habe einen Podcast wieder angehört über Immobilieninvestment und sowas. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass jeden Tag, wenn ich spazieren gehe, dass ich mir so einen Business-Podcast anhöre. Einfach, um mich so ein bisschen weiterzuentwickeln und weiterzubilden und vielleicht noch eine andere Schiene zu finden, wo ich ein Business aufbauen will oder ausbauen oder einfach nur, um darüber Bescheid zu wissen. Deswegen höre ich mir da so ein paar Sachen an. Ach ja, und dann habe ich bei meinem Kinderwagen, ich liebe meinen Kinderwagen über alles, okay, der ist so geil zum Schieben, aber der hat so, also da ist Luft praktisch in den Reifen, ich glaube, deshalb ist er auch so gut, aber das Problem ist halt, ist es wie so ein Autoreifen praktisch und ich kann das nur an der Tankstelle auffüllen und ich habe schon so ein zweites Satz Reifen bestellt, da ist halt auch die Luft raus. Ja, Keksi, das ist scheiße, gell? Oh Gott, ich glaube, ich werde übrigens, mein Kind wird das erste Kind sein, das Scheiße sagt. Aber was soll ich machen? Es ist einfach so. Und ganz ehrlich, ich finde auch nicht, dass es so schlimm ist, wenn ein Kind Scheiße sagt. Keine Ahnung. Ja, was soll ich euch sagen? Ich finde es einfach nicht schlimm. Ja, jedenfalls habe ich die jetzt auch noch dabei. Dann werden wir danach noch zu einer Tankstelle fahren und diese scheiß Reifen wieder aufpumpen. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich weiß, ich check auch gar nicht, wie das gehen soll, aber wird schon irgendwie. Ne? So, und jetzt geht's ab zu dem Termin. Ich bin so gespannt. Update, ich war jetzt gerade dort. Wie ihr seht, sind die Punkte immer noch da. Der Laser ist gerade irgendwie kaputt oder es fehlen so Aufsätze irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht kommen sie dann morgen wieder. Aber ich habe jetzt gerade mit ihr gequatscht, weil ich kriege ja schon wieder so schlechte Haut. Und ich hatte ja ganz, ganz lange, ich glaube 3 Jahre Akne, als ich die Pille abgesetzt habe. Das war richtig schlimm. Oh Baby, alles gut, Baby. Huh? Da hat jemand nicht so gute Laune, weil der ist müde. Als ich die Pille abgesetzt habe, hat mein Körper einfach verrückt gespielt. Und ich hatte so schlimme Akne, wirklich so, dass mein ganzes Gesicht wehgetan hat. Das hatte nichts mehr damit zu tun, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe und dass es nicht schön ausgesehen hat, sondern es hat auch einfach scheiße wehgetan, mein ganzes Gesicht. Und ich merke einfach, dass es schon wieder anfängt. Wahrscheinlich wegen der Schwangerschaft, wegen den Hormonen, bla bla bla. Ich nehme jetzt einfach diese Akne-Tabletten. Ich habe so keinen Bock. Ich werde 27. Ich bin sogar kurz davor gewesen, wieder die Pille zu nehmen. Einfach nur, weil ich keinen Bock habe, dass ich wieder so schlechte Haut bekomme. Und ja, so, fahren jetzt zur Apotheke und holen das. Aber vorher blasen wir die Reifen da auf, dass ich wieder entspannt spazieren gehen kann. Ich habe es geschafft. Ich habe die Reifen aufgepumpt, mehr oder weniger. Einen hat es zerfetzt. Das ist genau der Grund, warum ich mich nicht traue, das bei meinem Auto zu machen. Weil ich Angst habe, dass genau sowas passiert. Ich dachte, mein Trommelfell platzt auch gleich mit. So, und jetzt? Von 8 Reifen haben es 7 geschafft, die jetzt auch wieder vollgepumpt sind. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Und ich war so unter Druck. Ich wollte euch das eigentlich zeigen und filmen. Aber Leute, ich hatte so Angst, dass jemand kommt und sagt, ich darf das nicht machen. Weil da stand nämlich dann, man darf nur PKW- und LKW-Reifen damit aufpumpen und nichts anderes. Und dann war da noch so ein Schild, Parkverbot und nein, keine 3 Sekunden, keine 10 Minuten. Du darfst hier gar nicht parken. Und ich dachte so, okay, ich fühle mich irgendwie jetzt leicht gestresst, weil es fühlt sich irgendwie alles, was ich gerade mache, verboten an. Deswegen, ich tue jetzt die Reifen wieder dran. Keksi was zu essen geben und den dann erstmal schlafen legen. Der ist schon den ganzen Tag irgendwie wach, hat vorhin nur 10, 20 Minuten geschlafen. That's the plan now. Morning, next day. Ich mache mir gerade Eier und Dinkelbrötchen. Keksi ist auch mit dabei. Sag hallo. Und ich habe ihn jetzt so aufgestellt, dass er mir öfter zuschauen kann. Mein Schatz. Aber du bist schon wieder müde, du willst schlafen einfach, hm? So, Keksi ist nämlich versorgt. Er hat schon gegessen, eine frische Windel. Und jetzt kommt Mama dran. Und später treffen wir uns gleich, bald treffen wir uns mit den anderen Mamis und Babys aus unserer Krabbelgruppe. That's the plan for the day. Ich melde mich später wieder. Ich muss auch eh erstmal, kennt das, ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Ich muss erstmal was essen und erstmal in Ruhe über alles nachdenken.
Und dann kann ich gute Laune haben und über irgendwas reden. Ich bin morgens immer ganz schlimm. Also so, ich will einfach mit niemandem reden. Richtig geil. Wir haben eigentlich jetzt so Baby-Mama-Treffen um 13 Uhr. Und Keksi ist endlange jetzt nicht eingeschlafen, okay? Und jetzt schläft er natürlich. Es ist 13 Uhr. Ich komme mindestens jetzt schon eine halbe Stunde zu spät, wenn ich ihn jetzt nicht aufwecke. Ich will ihn aber eigentlich nicht aufwecken, weil... Aber das ist das Einzige, wo ich heute rauskommen werde. Mann! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wollte euch sowieso noch was erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gestern erzählt habe. Ich nehme jetzt diese krassen Akne-Tabletten. Weil das Ding ist, Leute, ich bin jetzt geschminkt und grundsätzlich, also auf der Kamera sieht man das auch nicht so, aber es fängt schon wieder hier an, überall und so, genauso wie beim letzten Mal, wo ich wirklich so schlimm Akne hatte, auch hier unten wieder am Hals, hier überall und am Rücken so ein bisschen. Ich habe 3 Jahre lang Akne durchgestanden. Ich habe so oft geweint, Leute, einfach auch, weil meine Haut wehgetan hat oder mein Gesicht wehgetan hat. Und deswegen nehme ich jetzt einfach diese Tabletten. Was geht ab? Habt ihr mich vermisst in guter Qualität? Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt zu Hause mit der Kamera filmen und wenn ich unterwegs bin, ich glaube, ich bestelle mir das neue iPhone. Ich setze ja immer ein Jahr aus, mindestens, weil ich finde, man braucht nicht jedes Jahr ein neues Handy. Alle 2 Jahre auch nicht, aber... Was ist los, mein Schatz? Ja, ist da jemand unzufrieden? Ja, du bist jetzt auch schon 1,5 Stunden wach. Das klang auch schon wieder für in der Früh, finde ich. Hast absolut recht. Diese kleinen Füße, die sterben. Wie kann es so süß sein? Weiter im Kontext. Da bestelle ich mir das neue iPhone. Die Kamera soll ja geisteskrank sein. Dann filme ich einfach mit dem iPhone, weil ich glaube tatsächlich, selbst wenn ich mit der Frontkamera vom iPhone filme, hat es eine bessere Qualität als diese scheiß GoPro. Ich könnte mich so aufregen. Keine Ahnung, 600 Euro aus dem Fenster geworfen. Ich bin sauer. Wisst ihr, was wir jetzt machen in dem Video? Ich habe ja am Anfang vom Video mit der GoPro gefilmt. Jetzt mit der krassen Kamera, da brauchen wir gar nicht reden. Das ist die beste, aber das ist halt für unterwegs irgendwie immer ein bisschen blöd. Also die rumzuschleppen und alles zu filmen und so irgendwie. Okay, aber die GoPro könnte ich halt irgendwo auch hinstellen und von... Ah, scheiße, keine Ahnung. Okay, und ihr schreibt mir aber dann und später, wenn ich draußen bin, filme ich einfach mit dem iPhone und dann sagt ihr mir, was besser ist. GoPro, das am Anfang oder das, wenn ich jetzt dann draußen bin mit iPhone. Ich bin wirklich so witzig, das ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich sagen wollte. Eigentlich wollte ich euch erzählen, dass ich jetzt gleich so eine brasilianische Lymphdrainagenmassage habe und das Allergeilste, die kommt jetzt zu mir nach Hause. Goals, goals, goals. Die hat alles dann dabei, die macht das bei mir zu Hause. Keksi kann einfach im Nebenzimmer schlafen, ich muss nirgendwo hinkommen. Es ist einfach nur geil und ich bin so gespannt. Wir filmen jetzt gleich mal das Vorher, weil angeblich ist es ja so eine Massage, wo man dann danach schlanker ist oder schlanker aussieht oder keine Ahnung, die muss mir das dann noch richtig erklären, weil I have no idea. Die klingt voll gemein. Sie muss mir das dann bitte noch später erklären. Ich zeige euch denn jetzt den Ist-Zustand und dann filme ich mich danach nochmal. Ich bin richtig gespannt. Ah, sie ist schon da, schnell. Scheiße, wieso ist das schief? Fuck mich doch jetzt nicht ab. Also vorher. Let's go. Ich habe nicht gesehen, dass sie eine Liege dabei hat. Ich bin gespannt, wie sie das jetzt macht. Okay, Nachher-Effekt. Sieht man da einen Nachher-Effekt? Ich weiß nicht. Von dem ganz abgesehen, ob man da einen Nacheffekt sieht oder nicht, ist es zur Entgiftung vom Körper und das ist einfach ein geiles Gefühl. Dann über die Lymphe wird jetzt alles abgetragen, die ganzen Wassereinlagerungen, ganzen Giftstoffe in meinem Körper etc. Dementsprechend ging es mir jetzt auch nicht hauptsächlich darum, nach der Behandlung dünner zu sein. Ist ein geiler Nebeneffekt, aber hauptsächlich ging es mir tatsächlich um die Entgiftung. Ja, ich mache mich jetzt ready. Ich habe Keks jetzt schlafen gelegt. Der war jetzt die ganze Zeit wach, weil er nicht schlafen wollte während der Behandlung. Und dann lag er neben mir. Dann mache ich mich fertig und dann gehen wir uns mit Tante Becky treffen. Den wunderschönen Herbst genießen, den wir dieses Jahr haben. Ich liebe Herbst einfach über alles. Jetzt fange ich an, Scheiße zu reden, also bis gleich. Next day. Ich habe dann vergessen zu filmen, aber to be honest, Becky und ich haben auch nur geredet, also gab es nicht viel zu zeigen. Ich bin jetzt beim Friseur. Ich lasse ja meine Extensions machen nur, also neu machen. Und ich filme jetzt mit dem Handy, weil ich habe natürlich die Kamera vergessen und ich habe auch
die GoPro vergessen. Keks ist natürlich auch mit dabei. Und jetzt gucke ich mal, wie ich ihn hier hochkriege. So, fertiges Ergebnis. Ich find's voll geil, dass sie so dunkel sind und irgendwie auch, dass sie so eine Farbe nur haben. Also sie haben zwar nicht nur eine Farbe, aber von weiter weg sieht's einfach dunkler aus. Yay! Geil! Was wollte ich jetzt sagen? Ah, ich fahre jetzt, es ist der nächste Tag. Ich war gestern so lange dort und dann war es schon dunkel. Dann hätte man eh nichts mehr gesehen, außer dass ich eventuell schwarze Haare habe. Ich fahre jetzt zu einem anderen Friseur, da wo ich die Extensions jetzt anpassen lasse, weil jetzt haben die halt alle eine Länge und die sind irgendwie echt extrem lang. Und ich will einen Stufenschnitt und ich glaube, ich schneide mir einen Pony. Scheiß drauf, oder? Ich will das seit dem Sommer und jedes Mal wieder habe ich es mir ausreden lassen und jedes Mal wieder denke ich mir, nee, ich mache das jetzt. Ich habe jetzt Bock da drauf. Also nicht so einen richtig krassen Pony, sondern nur halt so Bangs, aber so kurz, dass man es so zu einem Pony machen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ich könnte jetzt auch ein geiles TikTok machen, so und dann Transition und dann wisst ihr, was ich meine? Aber ich habe keinen Bock. Keksi schläft jetzt natürlich gerade. Perfekt. Aber er schläft auch schon seit 1,5 Stunden und wir müssen losfahren. Wir sind eh schon zu spät, von dem mal ganz abgesehen, aber es ist immer so blöd, weil ich will ihn nicht aufwecken. Aber das Problem ist, ich kann halt auch nicht immer zu jedem Termin zu spät kommen. Und das Ding ist, er kann ja jetzt auch noch 1 Stunde schlafen und ich kann es ja gar nicht beeinflussen. Und dann denke ich mir wieder, naja, aber für sowas Unwichtiges wie einen Friseurtermin will ich ihn nicht aufwecken. Aber andererseits ist halt auch ein Termin und die rechnen ja mit mir und ist eine blöde Situation. Naja, langes Blabla. Ich wollte euch nur sagen, ich fahre schon wieder zum Friseur. Es ist dunkel, deswegen seht ihr es nicht so richtig. Warte, ich tue mal meine Brille runter. Oh, ich muss niesen. Oder? Doch nicht. Ist wieder weg. Look at it. Meine neue Frise. Ich finde es so geil. Ich bin so happy. Und ich habe wieder komplett durchstufen lassen. Wirklich bis hier hoch. Ich liebe es einfach so sehr. Und ich glaube, ich habe finally meinen Friseur in Berlin gefunden. Ich war dort. Ich habe mich so wohl gefühlt. Er hat es so professionell gemacht einfach. Allein wie er die Haare geföhnt hat. Das klingt so banal, aber wirklich wow. Ich war im Penthouse 111 oder 111. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber Penthouse. Und er hat halt ein Penthouse und da hat er so einen Friseursalon eingerichtet. Manuel Wester heißt er. Und ich glaube, das ist mein Friseur in Berlin. Nach über 1 Jahr habe ich endlich einen Friseur gefunden. Könnt ihr euch das vorstellen? Weil da, wo ich die Extensions machen lasse, die machen ja nur Extensions. Die färben nicht, die schneiden nicht. Deswegen brauche ich halt einen Friseur, da wo ich irgendwie alles machen kann. Obwohl, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich das in dem Video schon gesagt habe, diese Qualität von den Haaren ist so geisteskrank. Ich hatte schon so viele Extensions von verschiedenen Marken und ich muss wirklich sagen, die anderen sind auch nicht schlecht, um Gottes Willen, aber die sind wirklich, wirklich krass. Ich bin so happy, ich habe einen Pony. Hallo, hallo, das ist jetzt mein neues Ich. Und das Geile ist bei dem, ich kann den auch trotzdem so seitlich machen, was ich richtig geil finde. Weil ich wollte keinen so krassen Pony, weil ich weiß, das bereue ich wieder. Ich habe eben auch direkt gesagt, wenn ich irgendwann zu dir komme und sage, ich will so einen krassen Pony, schneid mir den nicht. Weil ich weiß, ich möchte das nicht. Mach das bitte einfach nicht. Selbst wenn ich zu dir sage, ich will das. Nein, ich will das eigentlich nicht. Keksi habe ich jetzt ins Bett gebracht und ich gucke jetzt noch ein bisschen Shadowhunters. Obwohl ich die Serie scheiße finde, kann ich nicht aufhören, die zu gucken. Toll. Next day. Mit meiner Frise. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie jetzt schon extrem lang sind, aber irgendwie sind meine Haare auch so weich, dass die Locken nicht halten. I have no fucking idea. Aber ja, wir waren jetzt gerade beim Kinderarzt und das Problem ist, er war heute Morgen um 8 Uhr wach und ist dann nicht mehr eingeschlafen. Dann sind wir um 12:30 losgefahren zum Kinderarzt und das sind halt nur 10 Minuten. Dann ist er im Auto eingeschlafen. Er liebt es, im Auto zu schlafen, Gott sei Dank. Dann muss ich ihn ja aber aufwecken, weil ich kann ihn nicht einfach so aus dem Autositz nehmen, weil er wacht dann immer auf. Und jetzt sind wir 10 Minuten zurückgefahren, jetzt schläft er schon wieder und ich will ihn nicht schon wieder aufwecken. Deswegen dachte ich mir, bleibe ich jetzt einfach im Auto und arbeite im Auto so ein bisschen mit dem Handy, dass er so ein bisschen schlafen kann. Und später gibt es dann das erste Mal Brei. Ich bin richtig gespannt. Ich freue mich schon voll. Und ich habe ein cooles Bild gemacht. Ich wollte unbedingt irgendwie, ich weiß nicht, mit diesem Pony sehe ich so süß aus. Und dann wollte ich so ein Badass-Bild machen mit so einem Feuerzeug und so.
Wisst ihr, was ich meine? Oh mein Gott, wenn ihr das Video geguckt habt, dann geht bitte auf Instagram und kommentiert dieses Bild mit YouTube Crew oder YouTube irgendwas. Einfach, dass ich weiß, dass ihr von YouTube seid. Weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ich auf YouTube eine ganz andere Community habe oder beziehungsweise wenig Leute, die mir auf YouTube folgen, folgen mir, glaube ich, auf Instagram auch, glaube ich. Keine Ahnung. That's it. Warte, ihr müsst mal... Er schnarcht richtig. Hört ihr das? Sieht auch schön aus, oder? Oh mein Gott, kennt ihr noch diese Zeit, wo man so kurze Pornis hatte? Oh Gott! Ich flippe gerade ein bisschen aus. Ich bin maximal gestresst. Maximal. Morgen geht der Umzug los. Morgen packe ich die Kisten. Also alle, weil am Samstag ist der Umzug. Aber es sieht halt so hier aus. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich muss eigentlich noch kochen, solange ich eine Küche habe. Aber ich habe keinen Bock und ich habe keine Zeit. Und ich denke mir so, ach scheiße, aber ich werde jetzt noch lang genug Essen bestellen. Weil ich keinen Bock habe abzuspülen, das weiß ich jetzt schon. In der Badewanne abzuspülen. Das reicht mir schon, wenn ich die Babyflaschen abspülen muss. Das ist mir schon genug abspülen. Und für die Real OGs, ihr wisst, ich habe 3 Jahre in Köln keinen Geschirrspüler gehabt. Ich habe immer abgespült und ich bin so done damit. Ich habe so keinen Bock mehr. Ich dachte mir, es ist auch schon wieder viel zu spät wegen dem Video, dass ich Sonntag ein Video hochlade. Deshalb dachte ich, beende ich den Vlog jetzt hier und starte morgen den neuen chaotischen Vlog. Ich gehe auch morgen, das muss ihr erstmal geben, okay? So doof muss ihr erstmal sein, auf ein Event zu gehen. Wenn du mitten am Umziehen bist und eh alles voll stressig ist, aber ich... Geh erstmal auf eine Netflix-Premiere. Was ich mir dabei gedacht habe, nix, keine Ahnung. Aber Freitag kommt dann auch meine Mom und hilft mir noch. Deswegen, ich denke, es wird schon irgendwie, oder? Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Chaoten-Vlog. Und dann kommen auch wieder mal so Talk-Videos. Und ich muss auch noch meine Situation herausfinden, mit ob ich jetzt mit dem Handy filme, mit der Kamera oder mit GoPro oder so wie jetzt gerade. Mit allem einfach irgendwie, was ich gerade zur Hand habe. Ich hör jetzt auf zu labern. Tschüssi. Hallo, ich bin's nochmal. Könnt ihr bitte den Kanal abonnieren, falls ihr ihn nicht abonniert habt und falls ihr meine Videos gerne guckt?